Willkommen zurück bei Risen. Im letzten Part haben wir damit aufgehört, dass wir uns einem Echsenpriester gegenübergestellt haben, beziehungsweise, naja, gegenübergestellt noch nicht, wir haben ihn aus der Ferne gesehen nur. Und ja, schauen wir mal, was der Gute so drauf hat. Fangen wir erstmal mit der Armbrust an. Sehr, sehr nett gemacht. Okay, die Armbrust bringt, naja, gut, entsprechend wenig wie üblich. Oh! Okay, Priester kann zaubern. Macht Sinn. Scheiße, der ist auch nicht blöd. Okay, das wird lustig. Gut, dann. Oh, das war jetzt so nicht geplant. Was für zum Teufel ist das für ein Vieh? Sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Also nett im Sinne von gut gemacht. 250 Erfahrung gibt so ein Typi. Mit einem Echsenschwert. Geile Sache. Ein Echsenpriester, was hat der? Der hat 10 Gold, der hat 2x schwache magische Heilung. Ein Teleport zum Osttempel. Aha, brauchen wir die nochmal? Und eine goldene Kristallscheibe. Wie cool ist das denn? Okay, der hat die dabei gehabt. Das heißt, wir haben jetzt Nummer 3. Archäologie. 4 von 14 Teleportsternen. Okay. Sehr, sehr... sehr, sehr nett. Dann gucken wir gerade nochmal. Das Echsenschwert ist ein Zweihandschwert. Klingenschaden 50. Braucht 90 Stärke. Wow. Ist jetzt für uns relativ uninteressant irgendwie. Aber okay. Gucken wir mal, ich zoome mal ein bisschen näher rein. Nett, was der da als Robe trägt. Echsenpriester. Aha. Na gut, interessant. 250 Erfahrung gibt der Oschi. Meine Güte. So, 3 Pfeile, ein Lichtzauber und ein Pokal. Naja, naja. Da hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr erhofft. Aber wir sind ja noch nicht fertig hier in der Ecke. Gibt da noch ein bisschen was zu sehen. Und ein weiterer Sarkophag. Mhm, der hat einen normalen Ring und einfach einen Pokal. Okay. Nettes Ding. Wieso hat ein Echsenpriester unsere Kristallscheibe hier unten? So, und schauen wir hier gerade noch hier unten. War hier irgendetwas Wichtiges? Nee. Nö. Außer ein paar kleinere Ruckler, sonst war hier nichts. Ne, hier kann ich, glaube ich, nicht hochspringen. Habe ich mir das hier schon angesehen? Nein, habe ich mit Sicherheit noch nicht. Schauen wir gerade hier nochmal. Hätte ich doch beinahe übersehen. Gut. Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn ich es übersehen hätte. War nichts Gutes drin. Naja, egal. Also gerade nochmal einen Heiltrank reinwerfen. Sicher ist sicher. Haben wir hier unten sonst noch irgendetwas? Oder hier oben? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Dann hauen wir hier auch ganz schnell wieder ab. Ich werde eine Fackel nehmen. Besser ist es. So, dann sehen wir ein bisschen was. Okay, der Lichtzauber ist mit Sicherheit auch ganz nett, aber ich finde das mit der Fackel, das ist eigentlich von der Atmosphäre her, kommt das sehr gut rüber. Das gefällt mir. Auch wenn der Effekt, naja, sich in Grenzen hält. Gut, hier, das haben wir zwar im letzten Part gesehen, aber hier habe ich noch nichts gemacht. Genau, das wollte ich mir dann aufheben. Nein, nicht wegziehen. So, rausholen die Waffe. Ein Skelett, na schade. Ich warte die ganze Zeit noch auf einen untoten Burgherrn, der hier unten rumstreunt. Nein. Der reagiert so schön, der Typ. So, das Ding noch. Die Fackel packen wir uns auch wieder ein. Hm. Das sehen wir uns gleich auch mal ein bisschen genauer an. Ich habe mir da beim letzten Part am Ende schon was Kleines gedacht, auch wenn wir es noch nicht gut gesehen haben. Aber, genau, hier geht's rüber. Was war das denn? Es klang gerade so, als wäre da irgendwas am... hätte sich da irgendwas bewegt. Aber ist nicht so. Okay, das ist einfach nur hier das Gebrüll. Ja, ja, gut. Ist die Frage, kommen wir hier jetzt mit einem Levitieren-Zauber so drüber? Wir können mit Levitieren doch, glaube ich, auch fliegen, meine ich. Und wir haben doch hier ganz viele bekommen. Magie. So, wo haben wir es? Levitieren, nein, 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 nein. Ich kann mir die Symbole nicht merken. Berserker. Witz, das ist Telekinese. Levitieren, 4 Stück haben wir. Wollen wir es wagen? Also, wenn wir jetzt schon mal hier sind, das wäre natürlich... So, hier ging's. Ach du meine Güte, okay. Gut, passt.
Wie? Naja. Waffe ziehen wahrscheinlich. Genau. Waffe ziehen und weg ist er. Und wir haben noch einen, um zurückzukommen. Also das würde passen. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass wir jetzt wenigstens hier irgendein super mega Geheimnis finden. Oder einfach nur einen weiteren Sarkophag. Okay. Gut. Gucken wir mal. Hier sonst irgendwas drin. Nö, sieht nicht so aus. Na, komm. Zeig mir was Schönes. 34 Gold. Levitieren, um wieder zurückzukommen. Für den Fall der Fälle. Finde ich aber auch eine hilfreiche und gute Idee. Weil, naja, kommt man mit seinem einen Levitieren-Zauber hin und steckt dann fest. Und dann hat man einen kaputten Spielstand, mit dem man nichts anfangen kann. Das war's? Ja, Moment. Das kann ja so nicht ganz richtig sein. Hier ist doch mit Sicherheit noch irgendwas. Also einfach nur des Levitierens wegen und für den Kerzenleuchter, das wäre doch ein bisschen einfach. Ja gut, der Druidenschilling, so nett er auch ist, aber... Ein Berserkerzauber. Sehr schön. Hm, gucken wir gerade hier oben nochmal. Hier kommen wir doch mit Sicherheit drauf, oder? Genau, du kannst klettern, mein Freund. Kannst du auch hier irgendwie was machen? Ach komm, jetzt echt nur... Ach, das geht nicht, schade. Gucken wir gerade mal hier mit der Armbrust, ob wir hier irgendwas machen können. Kann ich hier irgendwas anvisieren? Das ist einfach nur Geröll und sonst gar nichts. Hm, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Das sieht ein bisschen verdächtig aus, aber dann würde ja irgendwas hier aufblinken. Nee, schade. Funktioniert nicht. Hm, schauen wir gerade hier oben nochmal, aber ich glaube auch da dürfte eigentlich nichts gehen. So, das Ding hier. Warte mal, umdrehen. Nee, sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo eine Art Schalter. Hm, irgendeine Kette, wo wir dran ziehen können, die ich verpasst habe? Nö, ich glaube, das war's. Also ging es wirklich nur darum, dass wir hier nochmal den letzten Sarkophag hier finden. Und dann war Ende. Hier unten? Eher nicht, nein. Also in Lava schwimmen können wir nicht unbedingt. Sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas in der Ecke. So, Moment, kurz speichern, bevor ich mich hier runter wage. Wobei wir theoretisch hier runter könnten. Obwohl das wahrscheinlich keine gute Idee ist, aber... Ich kann mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier irgendwas Interessantes ist. Nee, nicht wirklich. Komm, spring mal wieder hoch. Du kannst doch hier hochspringen, oder? Ja, kannst du. Gut, sonst hätten wir ein kleines Problem gehabt. Gut, ja, das war es anscheinend. Okay, dann wieder Levitieren-Zauber. Wir haben im Prinzip nur einen verschwendet, denn den anderen haben wir hier bekommen. Wo war es hier? Das mit den Flügeln. Macht ja auch Sinn. Ja, das war's. Okay. Die Fackel ist gerade erloschen. Ja, perfekt. Automatisches Speichern. Okay, aber Gefahren dürften hier keine mehr sein. Gut, der eine Echsenkrieger hatte dann auch einen weiteren Teleport-Zauber für uns. Das ist auch sehr interessant. Oh, ein Säbel. Hätte ich den doch beinahe vergessen. Das geht natürlich gar nicht. Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach oben. Wir sind hier durch. Halt, Schalter. Aber ich wüsste nicht, wo hier ein Eingang sein sollte. Nee, passt. Ja, dann müssen wir jetzt den ganzen Scheißweg hier hochklettern. Okay. Ehrlich? Ja, ehrlich. Naja, was soll's. Dann klettern wir den Weg hier hoch, haben im Prinzip alles erforscht. Das Einzige, was ich noch machen möchte auf dem Rückweg, wir können mit Sicherheit mit einem der Schalter, die wir dort gefunden haben, die Falle deaktivieren. Das auf jeden Fall. Aber vielleicht wird da noch ein kleiner anderer Geheimgang freigeschaltet, wo dann vielleicht noch eine Truhe drin ist, weiß man ja nicht. Ansonsten dürfte ich nichts übersehen haben, hoffe ich zumindest. Falls doch, dann, ja, Pech gehabt. Da wir ja den Teleport haben, könnten wir theoretisch auch einfach wieder zurück. Ja, große Lust. Naja. Ganz, ganz wenig. Sehr, sehr wenig Lust habe ich darauf. Ansonsten hat sich das ja dann doch gelohnt. Wir haben ein ordentliches Zweihandschwert bekommen, was uns zwar im Moment noch nichts bringt. Also mit Zweihand möchte ich nicht rumlaufen. Aber was für später dann noch ganz interessant wird. So, genau, hier sind wir. Und hier waren viele kleinere Ketten. Wer weiß, ob da nicht noch irgendwo ein Weg freigeschaltet wird. Okay, viele kleinere, zwei, um genau zu sein. Gut, das hat dann, glaube ich, nur die Falle deaktiviert. Hier vielleicht noch? Nee, schade. Zu sicher trotzdem mal speichern, aber wir müssen jetzt hier durchkommen. Ja, perfekt.
Gut. Das war's. Wir sind fertig mit dem Osttempel. Die, naja, die wollen wir nicht mitnehmen. Das ist eine schlechte Idee. Ja, wozu auch. So, Freunde. Wo... Kacke, warum seid ihr denn abgehauen? Oh, Dreck. Halt, F1 ist es nicht, sondern 1. Jungs? Scheiße. Was ist denn da jetzt passiert? Alles okay, Jungs? Okay, hä? Der steht allein da. Wo ist der Rest? Maliko. Danilo ist tot. Scheiße. Ich hab's geahnt. Lass uns alles einsammeln, was wir bisher haben, und dann ganz schnell verschwinden. Du kannst deine Sachen packen. Hast du schon mal einen Ex-Menschen gesehen? Ja, hast du vielleicht auch die anderen Typen gesehen? Drei Menschen, die eventuell an dir vorbeigelaufen sind. Hast du schon mal einen Ex-Menschen gesehen? Einen was? Sag jetzt bloß nicht, du hast da unten einen gesehen. Allerdings, er trug die Robe eines Priesters. Ein Exenpriester, sagst du? Nun, ich habe schon einmal von einem solchen Volk gehört, habe es aber immer für ein Märchen gehalten. Also für ein Märchen war der Kerl da unten allerdings sehr lebendig. Ich bin nur ein Kämpfer und kenne mich nicht so gut aus in solchen Dingen. Die wahren Experten für sowas sind sicherlich die Weißen oben in der Vulkanfestung. Hm. Du kannst deine Sachen packen. Ich habe bekommen, weswegen ich hier bin. Das sind die ersten richtig guten Nachrichten, seit wir hier sind. Ich mache mich sofort ans Werk. Jemand sollte Fincher von dem Mist hier Bericht erstatten. Wie wär's mit dir? Ich bin doch nicht lebensmüde, Mann. Der schickt mich doch gleich wieder in die Ruinen zum Steinekloppen. Ja, ja, lass mal gut sein. Ich hab schon verstanden. Ja, ich rede mit Fincher. Allerdings, ich gehe nochmal ganz kurz runter, weil entweder bin ich jetzt total blind oder die waren nicht mehr da. Aber wo sind die hin? Das sind drei Typen. Haben die schon vorher den Abgang gemacht? Mhm. Sicher den Rückzug, ist klar. Und tschüss, weg sind sie. Für keine Ahnung, die sind wahrscheinlich schon im Banditenlager irgendwie und lassen sich's gut gehen. Naja, das weiß ich. Egal. Aber wir sollen uns nicht weiter stören. Wir sind hier fertig. Wir haben die Kristallscheibe bekommen. Wir haben ein bisschen geplündert. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat Spaß gemacht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die von Cyrus, die er, glaube ich, zum Droiden bringen wollte, zwecks reparieren und so. Und dann halt nur noch die von Don. Das war's. Genau, du bringst... Ah, da sind sie doch hier. Haben sich's draußen gemütlich gemacht und mir Rückendeckung gegeben. Ihr Spackos. Hör mal, du Pfeife. Du solltest doch den Rückzug sichern. Da kamen so komische Geräusche aus dem Stollen. Komische Geräusche, ja? Das war ich, als ich mich mit den Untoten da unten geprügelt hab. Okay. Tut mir leid, aber jetzt bist du ja hier. Ja, ganz große Klasse. Was hast du aus dem Tempel geborgen? Nicht viel. Diese paar Goldmünzen hier. Her damit. Aber... Quatsch nicht, her damit. Na gut, wie du willst, hier. So muss das sein. Okay, Wolf. Und? Was hast du noch in dem Tempel gefunden? Nichts, außer der Erkenntnis, dass eine Gittertür ein guter Schutz gegen die Ausgeburten der Hölle sein kann. Ich verdanke dir mein Leben. Ohne deinen Mut wäre ich da unten verhungert. Das nächste Mal werde ich mir sehr gut überlegen, ob ich wieder so tief in eine dieser Tempelruinen krieche. Mhm. Und Bart? Ich nehme an, du bist mit deinen Ausgrabungen nicht sehr weit gekommen. Nicht wirklich. Außer der alten Büste konnte ich in der kurzen Zeit nichts weiteres finden. Na gut. Ja, reicht aber auch. Und Düter noch. Jopp, wir haben einen Echsenmenschen gefunden. Ich hab da unten einen ziemlich mies gelaunten Echsenmenschen gesehen. Könnte es sein, dass Echsenmenschen diesen Tempel gebaut haben? Hm, wäre möglich. Ich habe da unten sehr viele Götzen und Totems mit Echsengesichtern gesehen. Aber wenn du recht hast, dann wäre das schon sehr beunruhigend. Schau dir doch bloß mal an, welche beeindruckenden Bauten und Mechanismen sie da unten gebaut haben. Stell dir mal eine Armee von solchen hochintelligenten und gepanzerten Echsenkriegern vor. Wer sollte so eine Streitmacht aufhalten? Gute Frage. Ja, ich wahrscheinlich. Gut, ich werde hier nochmal einen Cut machen und im nächsten Part geht es dann weiter mit Risen. Wer ist dann?